Willkommen Leute, wir sind zurück hier bei einem brandneuen Part von... Einem brandneuen Part, ja. Das ist schön, dass man seine eigene Begrüßung nicht kann. Auf jeden Fall ein brandneuer Part hier von Carmex Island und wir gehen ins Treibsandchaos, wenn ich hier richtig übersetzt habe, keine Ahnung. Wer weiß, ich nicht und ja, das war extrem schlau. Darf ich da nicht rein? Oder warte mal. Doch, ja, okay. Hätte man sich eigentlich denken können, ne? Den Treibsand ganz, aber auch im normalen Spiel, kann das sein? Ich weiß es nicht. Oh, ich kenne das normale Spiel so wenig. Ich habe es halt jetzt einmal durchgespielt, was eigentlich, naja, nicht unbedingt lange her ist. Weil, naja, wann war denn das Let's Play mit Kleder? Ja. Auf jeden Fall haben wir es 2 Wochen, bevor es veröffentlicht wurde, ja, hatten wir das vorproduziert, ja. Der fragt mich auch ständig wieder, ob wir noch andere Sachen zusammen machen wollen, der Kleder. Aber, naja, da muss... Man darf es ja auch nicht übertreiben, ne? Also wer ihn vermisst, der kann natürlich auf seinen Kanal gehen. Aber, oh, vielleicht, ja, ne, das ist übrigens nicht das... Oh, fuck, bin ich dumm. Ja, es ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir irgendwas zusammen gemacht haben. Jetzt vielleicht machen wir jetzt nicht unbedingt diese... Ja, wie soll man das sagen? Diese Online-Netplay-Sachen übersetzen es, weil... Ja, ne, ich meine, ihr habt die Verbindung bei Mario World gesehen und irgendwie ist es dann... Oh. Irgendwie ist es dann doch ein bisschen scheiße, wenn es nicht so flüssig läuft. Und übrigens kann ich da nichts gegen machen. Da wurde mir auch geschrieben, ja, hättest du ein paar Mal öfters den WLAN-Router resettet, dann wäre es doch flüssiger gewesen. Nee. Ich hatte das schon fast vor jeder Aufnahme gemacht, außer vor einem, wo wir halt relativ wenig Zeit hatten. Aber, ja gut, bei dem einen Aufnahmetermin sind die Parts auch extrem scheiße geworden, aber wir haben das da trotzdem mal durchgezogen. Naja, hier sollte es ein P-Switch irgendwo geben, oder? Nee, muss es gar nicht, wir können einfach, wir können da einfach durch, oder? Jo, okay, dann haben wir ein Secret Exit gefunden. Führt uns der zum Schloss oder zum anderen Weg? Aha, zum anderen Weg. Okay. Oder warte mal. Hä, hier müsste es eigentlich 3 Exits geben, oder? Ich meine, unten ist da auch noch ein Weg. Und oben das Schloss. Oh! Oh, hier haben wir ein Secret Exit. Ach du Scheiße, sollen wir den mal suchen? Ja, können wir in der Theorie halt machen, ne? Aber... Oh, fuck, ey. Ich habe das Gefühl, den werde ich nicht wirklich finden. Denn ich war schon relativ lang in diesem Level hier unterwegs. Ah, Moment, doch, ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Wir sind in eine Röhre gegangen, wo es noch einen zweiten Weg gab. Und den habe ich leider, geschafft zu ignorieren. Ja, ich habe es geschafft, den zu ignorieren. Ich bin einfach in die Röhre wieder rausgegangen. Auf jeden Fall müssen wir uns merken, dass wir in irgendeine Röhre können. Und ich glaube, da mussten wir mit einer Feder hin. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht, aber... Ich glaube, das könnte sein. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie... Wenn wir doch jetzt irgendwie ein Dings finden, eine Blume, dann wird die Feder doch ins Inventar getan, oder? Oh, ich weiß es nicht. Wieso weiß ich solche Sachen nicht? Keine Ahnung, Mann. Und, aber da ist ja jetzt gerade der Pilz, aber das ist doch egal, oder? Oh, keine Ahnung. Das System ist viel zu kompliziert. Na, eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es relativ einfach. Oh. Komm schon. Ja, es war schon diese Röhre, oder? Nee, nein, das war ja dieses andere Secret, genau. Na gut, nehmen wir mal die Yoshi-Coin mit, aus Spaß an der Freude. Oh mein Gott, das ist so gefährlich, weil da vielleicht wieder die Gegner auftauchen könnten. Oh mein Gott, obwohl, wenn wir die Münze entfernen, dann kommen sie nicht wieder, oder? Oder kommen sie überhaupt wieder? Man weiß es nicht. So, da haben wir eine Blume. Ich tue jetzt mal den Pilz hier raus. Und weil ich jetzt die... Ja, okay. Die Feder ist im Inventar sicher geschützt. Und jetzt können wir sie bis zu dem Ort festhalten, quasi. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, wenn wir bis dahin lebend kommen, aber ich gehe mal davon aus. Oh! Ich dachte, ich könnte auf die noch ein zweites Mal. Fuck. Und da war es auch schon. Das war es auch schon mit der Feder im Inventar. Komm schon, vielleicht geht's hier schon rein. Oder in die blaue Röhre, ich weiß es nicht. Aber gleich geht's in irgendeine Röhre rein und ich glaube, wir brauchten die halt die Feder. Komm schon! Komm schon, das war's doch, oder? Ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und hier brauchen wir die, genau.
Hier brauchten wir sie. Ist hier vielleicht noch ein Schlüssel? Nee. Gut, dann dürfte das schon der Secret Exit sein, oder? Sieht doch ganz danach aus. So, bekommen wir den Schlüssel auch noch? Ich will meine Feder lieber noch nicht verlieren. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass wir die nochmal brauchen, aber... Naja, ne? Ich meine, wer verliert schon gerne die Feder, ne? So, da ist es schon. Secret Exits sind doch immer mit einem... Secret Exits haben doch eigentlich immer dieses Schlüsselloch, oder nicht? Oder verwechsel ich da was gerade? Hatten wir auch schon so Secret Exits, sodass sie einfach da waren und... Ja, okay. Gibt es auch. Gut, dann nehmen wir erstmal den Weg. Dann geht's vielleicht hier vom zum Schloss. Quatsch, stand da Kariki Kabum oder so. Okay. Okay, jetzt weiß ich, wieso es so heißt. Wieso ist der Ton hier so komisch? Guck mal, diese Soundeffekte von Mario, die hallen so richtig. Das ist wahrscheinlich extra gemacht, aber ich weiß nicht, mit welchem Sinn. Na gut, werden wir vielleicht noch herausfinden, was das für einen Sinn macht. Boah, der kann auch Bomben schmeißen, ist ja geil. Ich find's geil, ja. Sieht gut gemacht aus. Ja, gut umgesetzt. Können wir die eigentlich auch schmeißen? Nee, eher nicht, ne? Ich meine, wenn wir den Panzer besiegen, dann explodiert er sofort und die Bomben von dem Bombenbruder, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, die explodieren auch sofort. Das ist echt merkwürdig mit den Soundeffekten. Naja. Och man, ey. Das ist eine Wüstenwelt. Ne, also, wieso sage ich eigentlich, ey. Nee, das ist eine Wüstenwelt, die mir wieder extrem zusagt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Aber wieso eigentlich? Ja, ich weiß nicht. Dieser Wüstenflair gefällt mir dann doch irgendwie. Okay, da ist nur eine Yoshi-Coin. Da wird es halt irgendwo eine Ranke geben. Aber interessiert mich jetzt nicht weiter. Wenn ich ehrlich bin, nee, interessiert mich nicht weiter. Boah. Kommen wir den nicht gerade noch abschießen? Nee, ne? Oh, Mann. Ich weiß nicht, wieso mir diese Wüstenwelt gefällt. Und jede andere in irgendeinem Mario Bros., die mag ich so gar nicht. Naja, gucken wir mal. Gut, hätte auch wieder nur eine Yoshi-Coin gegeben, aber trotzdem. Man musste das auch wegsprengen, kann das sein? Oder man musste halt da mit einer Feder hin, aber das bezweifle ich einfach mal. Gut, dann hat der Radius der Bombe wohl nicht gereicht, obwohl ich sie unmittelbar daneben gestellt habe. Ja. Leben ist hart. So, hier könnten wir eigentlich auch mal rein oder so. Also, nee, Moment mal. Gab's in dem Level gab's überhaupt keinen Secret Exit, kann das sein? Das bilde ich mir gerade nur ein, glaube ich. Ah, natürlich noch verletzt werden, weil er hoch an dieses komische Fahnding will, damit er Leben bekommt, die er gar nicht nutzen kann, weil er eh unendlich Leben hat. Ey, das ist ja echt ein bisschen dumm. Vor allen Dingen haben wir 99. genau. Nee, da gab's nur einen Exit. Aber hier schon wieder zwei, ey. Die Welt ist größer, als ich dachte, Mann. Oh, nein! Nein! Moment mal. Vielleicht ist es noch gar kein Grund zum Ausrasten. Ich meinte die Sonne. Ihr kennt ja die Sonne aus Mario Bros. 3. Und ihr wisst, wie scheiße die ist. Denke ich jetzt einfach mal. Aber die macht gar nichts. Aber das kann ja nicht so bleiben, oder? Ah, fuck. Das war eine Frage der Zeit, bis ich da reinfalle. Ich weiß es nicht. Komm schon, geh kaputt, Mann. Geht doch. So. Okay. Aber wieso macht die Sonne denn nichts? Das verwirrt mich total. Die bringt mich doch im nächsten Moment wird die mich umbringen. Passt auf. Oder ist sie wirklich nur Deko? Das kann doch nicht wahr sein. Eine Sonne als Deko, die dann auch im Bild mitläuft und sich so richtig vom Hintergrund abhebt. Da bewegt sie sich! Da bewegt sie sich! Und sie hat mich schon fast gekillt. Wow. Oh Gott. Wow. Ich hasse dieses Viech. Es bewegt sich wie ein Stück Scheiße, ohne Witz. Ah! Habt ihr das gesehen? Doppelte Antäuschung. Doppelte Antäuschung. Oh. Okay. Vielleicht ist sie doch gar nicht so mies wie in Mario Bros. 3. Aber die macht da unten immer so eine dreckige Kurve. Boah. Eine dreckige Kurve, wo man dann halt immer denkt, dass sie im nächsten Moment zurückkommen wird. Aber nee, das tut sie dann irgendwie nicht. Ja. Aber die kommt ein bisschen mit, wenn ich zurück...
Wenn ich zurückgehe, dann geht's auch zurück. Oh, ich hab sowas von Schiss. Komm schon, ich will ja irgendwo rein und Secret Exit finden oder so. Ich will ja einfach mal... Oh! Ich will da einfach nur durch, okay. Aber scheiße, hier gibt's ein Secret Exit schon wieder. Wieso gibt's denn hier so viele Secret Exits? Das ist ja schon ein bisschen komisch. So, ich muss nochmal kurz auf die Uhr watchen. Kann es sein, dass wir schon genug Level gemacht haben? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, oder? Naja, ich weiß jetzt nicht, ob der Part erst 10 Minuten lang ist oder ob der jetzt schon lang genug ist. Ja. Von daher würde ich sagen, machen wir... Was könnte denn jetzt schnell gehen? Der Secret Exit könnte extrem lange dauern. Ich denke, wir machen einfach mal das Level. Chomp Romp. Naja, das klingt nach einem Kettenhund-Level. Oder? Chomp? War das nicht irgendwie Kettenhund? Irgendwie auf Englisch kann das sein? Auf jeden Fall ist das ein Level, das kein Secret Exit hat. Das ist ja schon mal was. Oh. Auch wenn die Chomps ziemlich mies sein können. Gerade hier, Alter, die sind ja hyperaktiv. Die sind ja derbe hyperaktiv. Alle 2 Sekunden springen die dich an. Okay. Oder vielleicht noch schneller. Ja, höchstwahrscheinlich noch schneller. Okay. Boah, muss man aufpassen. Muss man aufpassen. Eventuell sterbe ich hier noch. Ah! Oh, ist klar. Dann hauen die auf einmal so ein Yoshi's Island-Gerät raus. Ja. Da waren die Kettenhunde doch so, oder? Oder, nee, wie komme ich jetzt auf Yoshi's Island? Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwie sahen die Kettenhunde da so aus. Irgendwas gab's da. Oder? Da waren die doch nicht angekettet. Das war ja das Komische. Oder waren das nur die Felsen, die so aussahen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe halt auch nur Yoshi's Island DS gespielt. Und nicht den SNES-Teil? Das war doch für ein SNES, oder? Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube schon. So, hier dürfte es eigentlich auch mal ein Item geben. Das ist ein bisschen blöd gerade. Ja, komm. Hier sind extrem gefährlich, die Dinger. Komm schon, drüber. Oh! Ja, nee, ist klar. Da will ich zum Schluss noch so ein Level machen, um dann zu merken, dass es mega schwer ist. Das Doofe ist, ich muss vielleicht auch, wenn ich daran jetzt echt noch 5 Minuten hänge, dann muss ich den Part beenden tatsächlich, weil ich zur Schule muss. Ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen blöd, das Blöde an der Sache, dass ich ja vor der Schule was aufnehme. Vielleicht hätte ich auch einfach den Part beenden sollen, aber ich wusste halt nicht, ob der jetzt nur 10 Minuten lang ist oder so. Auch wenn das ja auch zu verkraften wäre. Ich meine... Table-Tennis-Gamer, als er noch Let's Plays gemacht hat. Hä? Als Table-Tennis-Gamer hier noch Let's Plays gemacht hat, dann hat er am Ende auch nur noch diese 10-Minuten-Parts gemacht. Weil er sich damit einfach wohler gefühlt hat, ja. Ich meine, jeder wie er will. Ich glaube, dafür hat er auch relativ viele Parts noch gebracht am Ende. So, jetzt gucken wir erstmal, was das für ein Killer-Ding ist. Okay. Es buggt einfach weg, um dann wieder zu spawnen. Das wird jetzt wiederkommen. Das heißt, ich springe jetzt einfach mal drüber und jetzt... Okay. Jetzt haut er noch einmal so richtig auf die Kacke. Oh Gott, es kommen noch mehr von denen. Ach, das ist nicht die Möglichkeit. Das klingt zwar ein bisschen doof, aber Leute, das Level machen wir erst im nächsten Part weiter. Oh mein Gott. Ja, aus den besagten Gründen oder aus dem besagten Grund besser gesagt. Wir sehen uns dann und tschüss.